So, hier ist auch schon, wie gesagt, ist auch schon ziemlich gut gebaut. So. Ja, hier wird gebaut. Schön. Und Versorger ist ja auch eine gute Sache, ne? Wasserkrautsamen. Nehmen wir mal mit. Okay. Weil jeder, der versorgt, versorgt natürlich auch unter anderem nicht nur für unsere Energie und so weiter, sondern hier wird dann auch, werden dann auch die Rohrleitungen gebaut und. Das werden wir sehen. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, glaube ich. Wie gesagt, ob das mit dem Rohöl klappt. Was ist denn das eigentlich hier? Das Rohöl schaut an der Stelle irgendwie anders aus. Ist das mal aufgefallen hier? Komisch. Haben wir schon in die Spinde geguckt? Ja, tatsächlich, aber ich habe es nicht mitbekommen. Doch, hier liegen Sachen. Oh, ist ein guter Einwand. Warte mal kurz, dann kriegt... geben wir mal beispielsweise Ilona den Anzug, oder? Hier kriegt Ilona den Doktoranzug oder den blauen Anzug, bekommt Ninix. Und Cold Blue kriegt den anderen Anzug. Na, vor Wärme durch Senkung seiner Isolierung. Machen wir mal, wenn er an heißen Stellen arbeiten muss. So. Da liegt aber keiner mehr. Der muss halt die ganze Zeit am heißen Forschungscomputer arbeiten. Das ist natürlich schwierig, ne? Goldmangan, okay. Ja, meinetwegen. Haben wir jetzt die Rohrleitung hier eigentlich schon? Ah ja, die wird hier zum Teil auch gemacht mittlerweile. Okay, der Nahrungsmangel ist immer noch da. Die arbeiten alle im Kalten, bloß ab und zu müssen sie halt auch mal hier was machen. Und da ist halt die Temperatur dann doch schon relativ da, wenn die hier irgendwo ausgraben müssen, wenn wir hier irgendwo ran müssen. Im Übrigen, das verschmutzte Wasser hat einen Eisklumpen gebildet, schön. Weil ich will eines Tages hier diese Dinger ausgraben, diesen Schilf. Damit wir dann daraus selber was machen können. Bewässerung fehlt. So, im Übrigen, das Läusebrot. Können wir halt auch mal 20 Stück herstellen irgendwann. Hilft uns das vielleicht mal. Wird der letzte Rest Wasser aufgenommen. So. Horst, Peter und Ninix sind am Verhungern, meine Lieben. Das will ich noch gelöst wissen. Wer macht er hier? Raphael macht hier gerade an der Küche. Und Ilona findet es gut. Das entsetzt mich jetzt ja doch ein bisschen. Tinilu haut erstmal rein. Horst, Peter braucht jetzt noch Nahrung. Andrea freut sich über einen schönen Riegel. Horst Peter gönnt sich. Fürchterliche Mahlzeit. Yay! So, Raphael liegt. Der Grill liegt ihm im Blut, muss ich sagen, ne? Der Grill liegt Raphael im Blut, meine Lieben. Das Schöne ist, dass jetzt hier auch immer mal wieder Leute kommen, die was zuliefern. Und das finde ich eine gute Sache. Es ist zwar jetzt total furchtbar schade, dass hier nichts eingelagert wird, weil das würde natürlich die Wege hier extrem verkürzen. Aber hey, wir wollen uns mal nicht beschweren. Solange jetzt hier die permanente Kochmöglichkeit besteht, bin ich dabei. Will er denn mit dem verschmutzten Wasser hin? Ach da, stimmt, der mag ja verschmutztes Wasser, ja.
8000 Essen mittlerweile. Keine Mikrobe. Okay. Wer verhungert jetzt schon wieder? Ninix. Ninix gönnt sich erstmal. Schön. Ey, es wird eingelagert. 4 Kilo sind drin. Ilona kümmert sich um das Wesentliche. Den guten Matsch aus biologischem Anbau. Ja, also aus biologischem Anbau muss man sagen, das ist der beste Matsch, den du je gesehen hast. Während Raphael eigentlich überhaupt nicht mehr vom Grill wegkommt. Der hat super Hunger, aber der grillt einfach. Es geht, weißt du, er hört einfach nicht mehr auf. Ich kann auch gut kochen. Du grillst jetzt. Für das Überleben der Kolonie. Der Jeremy hat noch ein bisschen Hunger. Raphael gönnt sich jetzt mal. So, da liegt noch ein bisschen was rum. Hau da nochmal was rein. Ich werde ja verrückt. Eine Dornbeere. Ey, die haben aber jetzt richtig Hunger gehabt, ne? Gucken wir, wie sie jetzt alle reinspachteln, die Jungs und Mädels hier. Zack. Da kommt ein bisschen Läusebrot raus. Schön. Ja, der Stress geht auch runter. Und wir halten zumindest unsere möglichen Kalorien hier gerade. Lausige Mahlzeit. Schön. Ja, ich glaube, das ist jetzt gut, dass die jetzt alle mal nach und nach hier ein bisschen zur Rande kommen. Aber wir kommen halt hier nicht zur Rande. Und das ist ein Problem. Läuft hier unten eigentlich noch irgendwelches Frischwasser? Ja, hier läuft Wasser rum. Dann pass auf. Das ist die letzte große Amtshandlung, die wir heute noch machen. Wir setzen hier einen Oxidierer rein. Mit einem Kabel dran. Und danach kommt hier noch eine, für die Sauerstoffgeschichte kommt dann hier noch eine Rohrleitung her. Machen wir mal folgendes, Abbruch. Dann bauen wir hier noch eine Rohrleitung rein. Und zwar gehen hier nochmal rüber und gehen hier nochmal runter. Und dann zerlegen wir das hier danach. So. Dann setzen wir hier die Priorität einfach mal von all dem auf 7 oder sowas hoch. Weil dann können wir das nämlich hier schön fertig bauen. Und dann haben wir nämlich hier auch eine Möglichkeit, den Sauerstoff hier rauszupusten. Damit das das Kohlendioxid weiter nach unten drückt. Genau, und das hier oben setze ich jetzt von der Prio jetzt auch mal ein bisschen hoch. Damit die das mal bauen. Ja, weil das ist ja also auch totnervig, dass die das nicht machen. Weil das ist nicht, das wäre nämlich gut, um den restlichen Sauerstoff hier runter zu drücken. Hier ist nämlich schon nicht schlecht. Hier ist schon nicht schlecht, aber hier ist halt noch fürchterlich. Okay, wir haben ein bisschen Essen, Hammer. Wie gesagt, nicht viel. Es ist okay. Aber es bleibt konstant auf dem Niveau. Da darf halt jetzt absolut nichts passieren, ne? Also wenn da jetzt noch irgendwas schief geht, Stromausfall in größerem Stil oder solche Geschichten, dann sind wir halt am Ende, ne? Hier unten wird auch noch ein bisschen was gebaut. Also hier unten was zu bauen ist halt jetzt momentan noch richtig ekelhaft und zäh, ne? Ja, die retten sich alle da rein. Ich frage mich ja immer, was sie da unten noch groß machen. Die holen doch eigentlich hier nur Sachen rauf. Wie die hier runtersliden. Dann holen sie wieder Wasser von hier unten. Weißt du, das... Hä? Kohle ist klar, ne? Gold, okay. Meinetwegen. Dann fliegt hier wieder... Da liegt ja noch Curry.
Wo liegt Curry? Kühlweste? Wir arbeiten, warte mal, wir arbeiten in der größten Hitze, ist doch Ilona. Die hat aber einen schicken Anzug an. Wem gibt man es dann noch? Horst Peter vielleicht. Da ist er. Aber da kann ich auch nichts machen, ne? Ich kann ja mal sagen, aufräumen, dann müssen die alle immer da runter. Das ist eine Endlosschleife sozusagen. Dann wäre das doch eigentlich von Vorteil, wenn wir hier oben einfach eine Unterbrechung reinmachen. Wisst ihr, wie ich mache? Weil dann können die sich hier hinstellen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das da runterfällt, nicht mehr so heftig. Norika! Dankeschön! Für deinen 7. Monat! Vielen lieben Dank dir. Kommt hier jetzt noch irgendwas runtergefallen? Das ist unfassbar wichtig gerade. Hier darf nichts reinfallen. Warte mal, ich breche das jetzt mal ab. Kommt da was reingefallen? Wenn ihr irgendwas reinstürzt, müssen wir was ändern. Aber wenn die hier was fallen lassen, dann ist mir das egal, ne? Aber wenn das fällt noch immer ab und zu fällt noch was runter. Und deswegen ist klar, warum bei uns bautechnisch nichts mehr vorangeht, ne? Weil die ganze Zeit was holen und dann was fallen lassen, wieder was holen, wieder was fallen lassen. Das sind unsere ganzen Bauleute. Kupfererz. Wieder was runtergestürzt. Wir verfolgen mal Code Blue. Ich glaube, jetzt durch dieses Ding funktioniert das jetzt ganz gut. Es geht nicht immer, aber es geht jetzt im Moment ganz gut. Weil jetzt fixen sie hier auch mal was. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt sogar wieder. Ja, Curry liegt immer noch drin, Durans. Ja. Das muss man auch ändern. Aber jetzt, ich bin ja schon mal total begeistert, dass jetzt hier wieder was vorangeht. Vor allem, weil das Kohlendioxid hier mal rauspumpen. Komm, Markus. Markus, du schaffst es. Findest die Leiter so... Oh, jetzt hat es fallen lassen. Okay. Ganz kurzer Check. Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt hier einen Durchgang reingraben und hier einen Durchgang reingraben und werden hier auch kurze Verschnaufpunkte setzen. Vielleicht machen wir den auch eines Tages mal größer, aber es müssen halt auf jeden Fall Punkte sein, die wir abdecken können. So, Prioritäten. So, machen wir die Bereiche einfach mal zu. Dann können die zwar nicht so mega, mega gut runterrutschen, ja, aber die können sich mal hier hinstellen und vielleicht bauen wir da irgendwas dann hin, dass es ein bisschen besser wird. Oder wir machen was ganz anderes, was Verrücktes. Abbruch. Wir lassen das so. So machen wir das. Das ist gut. Dann bleibt das Zeug im Zweifel auf der Hälfte liegen.
Können wir hier unten weiter unten auch machen, wenn es drauf ankommt. Aber ich glaube, das reicht tatsächlich, damit das Zeug hier drauf steht. Genau, damit das da hängen bleibt. So. Ich meine auch, dass jetzt der ganze Kohlendioxidanteil jetzt ein bisschen besser wird. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen das mal zu. Und machen jetzt Folgendes. Und zwar, wir legen hier jetzt fertige Ziegel drauf. Das brechen wir ab. Und machen das auch zu. Damit hier die Kohlendioxid drinnen bleibt. Das müssten sie jetzt eigentlich hinbekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, der Mipa hat es auch fallen lassen. Der hätte es aber bis hierhin geschafft. Jeder, der das macht, okay. Kujote, ich wünsche dir was. Hau rein. So, wir haben kein Essen mehr. Weil der Strom mal wieder ausgefallen ist. Das könnte jetzt der Moment sein, meine Lieben. Wir haben uns hier selber verbaut, Freunde. Wir haben uns hier extrem blöd verbaut. Schon baut dieses Ding, das reicht. Ich will nicht sterben, Oslo, wir schaffen das. Also, wenn unsere gesamte Bautruppe immer rauf und runter latscht und nichts fertig baut, dann ist es kein Wunder, dass bei uns nichts mehr funktioniert und nichts mehr vorangeht. Weil die einfach immer zu tun haben, permanent. Leitern drumherum, sonst ersticken die da unten, ja. Das ist richtig. Müssen wir auf jeden Fall machen. Aber die kommen nämlich sonst nicht mehr auf den grünen Zweig. Die sind quasi wie festgebackt da an der Ecke. Markus hat ein Erstickungsproblem, aber es hat er schon gelöst, okay? Komm, jetzt haben wir es gleich. Komm. Aus, fertig. Nicht ganz, was ich mir erhofft hatte. Weil die lassen es erst hier weiter oben fallen. Also kurz bevor sie oben ankommen, lassen sie es fallen in der Regel. Mann, ey. Baut halt das Ding. Warte mal ganz kurz. Priorität. 5. Den Ziegel auf 9. Die Leiter auf 9. Und die Leiter auf 9. Probieren wir mal so. Alles auf 5. Dann auf 9 diese Leiter und diesen Ziegel. So. Okay, Freunde. Tinilu repariert hier tatsächlich schon. Das ist genau der Punkt, der nicht so wichtig war, Aminox. Jetzt! Na also. Okay, das war so nicht der Plan. Aber jetzt bleibt das Zeug hier wenigstens hier liegen. Uff, ja, okay. Okay. Code Blue und Aminox sind am Verhungern. Das ist natürlich ganz schlecht. Aber jetzt können die wenigstens mal was anderes machen. Jetzt bringen die das Zeug halt auch dahin, wo es hingehört.
und können mal was anderes tun und eben was bauen, was halt sinnvoll wäre für unsere Vorankommen, weil jetzt können die das nämlich auch mal wirklich auf fertig kriegen. Ja, Leute, das war jetzt so eigentlich nicht der Plan, ne? Jetzt laufe ich, es ist halt echt unglaublich, ne? Es ist halt echt unglaublich, so ist das nicht gedacht gewesen. Ich glaube, ich muss die Leiter ein bisschen größer machen. Doch, jetzt machen sie es. Hier geht's schon. Okay. Man konnte die Pflanzen, glaube ich, zwangsernten. Ja, gut, das hilft ja halt auch nichts, wenn die dann nicht fertig sind. Es kommt ja Ernte ran. So, wir versuchen mal ein bisschen Essen ranzubekommen. Wir haben ein absolutes Verhungerungsproblem. Aber da kommen sie schon. Raphael, hau das Ei. Uff. Okay, Freunde. Das an der Stelle sei gesagt. Wir kämpfen. Und ich glaube, wir können... Wir haben eine Möglichkeit. Aber es wird eine verdammt heiße Nuss. Okay. Ich weiß, der Drucker leuchtet, dann werden wir mal gucken, ob da was zu essen drin ist. Hilfspaket Leafsamen, ja. Den werden wir jetzt als nächstes nehmen. Ja. Die Samen helfen uns zwar jetzt im Prinzip nichts, weil wir mit denen auch nichts anfangen können, glaube ich. Okay. Solange Energie da ist, können wir wenigstens was machen. Das wird hoffentlich mit dieser Geschichte hier dann besser werden. Würde ich sagen, ist das jetzt hier auch Top-Priorität für unsere ganzen Leute. Das Ding muss funktionieren und zwar so schnell es geht. Warte mal kurz hier unten. Wo gehen die Rohrleitungen an? Die geht hier mittig durch, ne? So. Das ist die Top-Prio. Damit ist quasi das... Das muss laufen. Wenn das jetzt funktioniert, dann können wir richtig rumlaufen. Dann können wir richtig was tun. Na, weil das Ding... Das braucht natürlich dann auch alles nochmal Strom. Das ist ja auch noch nicht umsonst, ne? Aber da kommen wir der Sache dann auf jeden Fall mal näher. Das muss ja nur ein bisschen anlaufen und dann funktioniert's. Hoffentlich. Weil dann sollten wir Energie produzieren über den Petroleumgenerator und damit wäre ich schon mal ganz, ganz mega harter Core. Weil den Nahrungsmangel, den werden wir ja dauerhaft haben. Zumindest solange der Strom immer wieder am An- und Ausgehen ist. Und da ist die Hoffnung halt einfach, dass wir wenigstens uns mit dem Mikrobenmatscher ein bisschen über Wasser halten können. Ja, Männchen! Hi! Zur Not können wir Hatchling ja auch noch töten, ja. Aber das ist natürlich die blödeste Idee, weil dann kriegen wir die Eier nicht mehr. Hier ist halt doof, weil Luftdruck. Warum ist hier die Luft so dünn? Ach so, weil der Sauerstoff hier fast nicht reinkommt, ne? Genau.
So, und hier oben machen wir es auch so, dass es nach oben abfloppern kann, damit die Leute hier auch arbeiten können. So, okay. Viel schlimmer, ich habe keine Arbeit mehr, wenn die Tiere tot sind. Ja, Oslo, das ist das Problem. So, jetzt ist gleich der Flüssigkeitstank hier durch. Ich hoffe, das klappt, ey, mit dem Ding. Ja, Oslo hat so einen kleinen Schmatzer auf den Hatchling, habe ich schon immer gesehen. Ich muss sagen, Oslo, das ist schon sehr schön. Schafft das Tinilu, das mitzunehmen? Ja, plaudert hier schön mit Cold Blue. Der baut hier schön fertig. Na, also das klappt jetzt hier auch langsam. Ich glaube aber, die kommen da nicht ran, ne? Das wird hier das Problem sein. Machen wir mal hier so ein bisschen Unterstützungsrohre. 10 Leute sind am Verhungern. Der Vorteil ist, dass ich kein Gülle mehr schaufeln muss. Ich hoffe, du hast doch die Möglichkeit, irgendwas zu schaufeln in nächster Zeit. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier zu wenig Sauerstoff durchkriegen. Weil hier ist fast... Ja doch, hier ist Kohlendioxid ohne Ende. Okay, wir müssen jetzt, wie gesagt, einen letzten Blick riskieren. Okay, das ist spackt schon wieder ein bisschen. Markus, du schaffst das! Fällt schon wieder Zeug runter. Markus hat zumindest die erste Schwelle erreicht. Ich weiß nicht, ob er es noch hat. Raphael geht weiter. Wie schaut es mit dem Essen jetzt aus hier, Freunde? Andrea gibt alles. Okay, es sind 2 Duplikanten gestorben. Slypson ist verhungert. Und Arminox ist verhungert. Meine Lieben, und damit werden wir in die Talkrunde zurückgehen. Und das Ding müssen wir beim nächsten Mal retten. Was all that we knew, when this song was still new, when this all was still new.